Ronny, geh mal vor zum Lampenschirm und erzähl mal irgendwas. Und ich erzähl auch mal was. Ronny, verstehst du mich, was ich jetzt zu dir sage? Steht dich einmal frei, jetzt wissen wir noch nicht, wo der Lampenschirm ist. Das ist der Lampenschirm. Das kannst du wieder hacken. Ist ja nicht nur 10 Stunden arbeiten, aber nicht arbeiten, wenn ich das sein muss. Aber da muss alles passen. Dann einer, hä? Nee, das ist für YouTube. Damit die YouTube mal wissen, was Wickelklöße sind. Richtige, schöne, sächsische Wickelklöße. Unterschiedlich, ne? Also sie sind nicht gleichmäßig. Das Wichtigste ist, dass sie schmecken. Ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn. Da war letzte Woche, waren die Bienen hier. Und wir haben uns noch gewundert. Drei Bienen. Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder auf unserem Kanal und ihr seht das Wetter hier draußen, das ist mega. Wir haben Freitag, den Tommy seine Ferienbetreuung haben wir abgebrochen, der hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt. Das war immer das Beste für uns im ganzen Jahr, Ferienbetreuung, er war so glücklich, aber naja, jetzt klappt das überhaupt nicht mehr. Das sind neue Betreuer und ja, die Zeit wurde immer verkürzt, die kamen nicht klar, unterbesetzt. Also haben wir noch rausgenommen, ich habe ein paar Termine verschoben und somit können wir bis Montag mal ab. Und zwar geht es Richtung Zwickau und da treffen wir Familie und Freunde und erleben natürlich einiges. Seid gespannt. Das ist Wahnsinn. Da war letzte Woche, waren die Bienen hier. Und wir haben uns noch gewundert. Drei Bienen. Und da ist das Nest. Gibt's doch gar nicht. In der Tür, Freunde. Und wir stehen jetzt in der ersten Nacht in Niederwürschnitz. Wir wollten hier mal anhalten, wir waren im Sommer schon mal da, aber da war ein Festival und da war dieser Stellplatz belegt. Also haben wir gedacht, fahren wir heute mal nach Niederwürschnitz. Es ist schon abends. Der Tommy, der isst jetzt noch ein bisschen und dann gehen wir schaukeln. Hier ist nämlich ein Spielplatz, ganz interessant. Ja. Warten wir es mal ab, wie die Nacht wird, aber ich denke, das ist sehr ruhig. Und das ist eine alte Ziegelei und die gucken wir uns morgen früh mal an. Ne? Ja.
Nun geht's erstmal ab zum Schaukeln und die ganzen ersten Aufnahmen, die ihr bis jetzt gesehen habt und die jetzt noch kommen vom Schaukeln, die sind alle von der Spiegelreflexkamera. Das probieren wir jetzt mal aus. Im Prinzip war es jetzt schon dunkel, ne? Also so die Dämmerung. Und deswegen wirkt das wahrscheinlich ein klein wenig grisselig. Aber naja, für all die, die mehr Bilder vom Tommy sehen wollen, erleben ihn jetzt beim Schaukeln. Auch wenn es etwas grisselig wirken sollte. Ja, es war halt dunkel, ne?
Ich wünsche euch erstmal einen guten Morgen. Unsere Nacht war traumhaft gut. So ruhig haben wir selten geschlafen. Aber es hat natürlich heute Nacht auch geregnet und das habt ihr an den Aufnahmen gesehen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Und jetzt machen wir erstmal in aller Ruhe Frühstück. Der Tommy, der relaxt noch so ein bisschen bei seinen Trickfilmen, liegt noch und spielt noch. Ja, und dann geht's nach Zwickau. Und da besuchen wir meine Eltern und da gibt's heute was ganz Tolles zu essen. War es heute oder morgen? Wir werden sehen. Ja, das entscheidende Mittagessen, das verschieben wir auf morgen. Heute gab es zwar auch Mittagessen, aber das habe ich nicht gefilmt. Wir waren dann abends noch bei Verwandten und da kam ganz viel Familie. Da habe ich natürlich nicht gefilmt, da waren wir beschäftigt. Der Einzige, der es verschlafen hat, das war der Tommy. Ne? Von abends um 6 bis 2 Uhr in der Nacht hat er dort auf der Pritsche geschlafen. Wir haben dann einen Stellplatz in Zwickau wieder bezogen und haben hoffentlich eine lange Nacht. Morgen Sonntag und da geht's zum Mittagessen. Oh, so ein Wetter hier beim Aufstehen. Ist heute über Nacht der Frühling gekommen. Gucken wir mal, also. Oh, Wahnsinn. Cool. Wir sind in Zwickau und hier ist ein Platz, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und es hat sich jetzt in 30 Jahren oder 40 Jahren, nee, nicht 40, 30 Jahren nicht so viel verändert hier. Ne? Das war damals unser Jugendclub. Airport. Ich glaube, die Farbe ist sogar noch gleich vom Haus. Wahnsinn. Ja, Erinnerungen frischt man wieder auf. Ja, kennt ihr bestimmt genauso, ne?
Rainer, hä? Nee, das ist für YouTube. Damit die YouTube mal wissen, was Wickelklöße sind. Richtige, schöne, sächsische Wickelklöße. Unterschiedlich, ne? Also es ist nicht gleichmäßig. Muss das, schnell, muss machen. Das Wichtigste ist, dass sie schmecken. Ja, das stimmt. Das nicht. Das ist dein Seitschuh. Hähnchen. Das ist dein Seitschuh. Ja, haben wir extra abgelegt. So. Hasenbraten, Hähnchen, Erbsen, Wickelklöße. Die Anna ist kein Hase. Nein. Da essen wir mehr Hasen. Anna, das war ein glücklicher Hase. Das ist viel. Also, das war verrückt. Bei Ihnen müssen wir hier anfangen. Anna, deine Diät möchte ich haben, du. Ja. Die im Februar startet. Was? Anna macht Diät. Im Februar? Mhm. Dann fängst du aber später. Nächstes Jahr. Oh, schön. So, Freunde, das ist mein Teller. Oh. Ups. Warte mal. Geht's? Ja. Ne? Geht nicht? Ja. Ja, tu mal den deins zum Verständnis. Meins ist noch ganz. Rainer, Entschuldigung, ich habe mich gestern falsch ausgedrückt. Es gibt doch Wickelklöße. Nachdem wir diese grandiosen Wickelklöße, kennt bestimmt kaum irgendjemand, ne? Aber das ist ein altes Familienrezept bei uns. Nachdem wir diese tollen Klöße bei meinen Eltern gegessen haben, also irgendwie haben sie gemerkt, dass wir die so gerne essen, dass es jetzt jedes Mal, wenn wir kommen, Wickelklöße gibt. Und das ist so viel Arbeit. Danke, Mutti. Also wirklich. Sie macht uns damit eine riesengroße Freude. Der Vati natürlich auch. Ja, also es war toll, es war lecker. Und jetzt schimmeln wir hier am Stellplatz noch ein klein wenig ab. Schauen uns ein Video von Lange Reisen, was wir jede Woche angucken. Die beiden gefallen uns richtig gut. Das wird mal unser Ziel, genau wie bei den beiden im Video. Ja, also wir schimmeln jetzt hier noch ein bisschen ab und dann besuchen wir alte Freunde. Und das war's dann wieder bei diesem, oder das war's dann in diesem Video für diese Woche. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Abonniert den Kanal. Oder schreibt einen Kommentar. Das würde uns riesig freuen. Also, macht's gut. Bis bald.